Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Alles klar. Nein. Ihr wundert euch gerade bestimmt, warum ich gerade meine Ringleuchte nicht anhabe und warum das Licht jetzt so komisch ist. Das hat auch einen Grund und zwar, also ich habe jetzt gerade einfach nur die Beleuchtung von meinem Zimmer an, so Stehlampe oder so. Halt keine Softbox oder Ringleuchte. Weil ich möchte, also dieses Video wird ein Storytime-Video und ich finde, es kommt vielleicht, wie soll ich das erklären, realer rüber, real rüber, wenn ich das so gemütlich habe, so als ob ihr wirklich so, als ob ich mich mit euch unterhalte, so dass ihr euch vielleicht auch gleichzeitig wohler fühlt, nicht dieses typische Video mit perfektem Licht, wo ich vielleicht auch perfekt aussehe. Nein, ich sehe heute auch wirklich schön aus, würde ich sagen. Ich bin auch sehr, sehr kaputt und mein Schminke ist noch von heute Morgen, deswegen wundert euch nicht, ich sehe jetzt gerade nicht besonders aus. Ja, aber ist ja auch nicht schlimm. Ja, auf jeden Fall warne ich euch hiermit schon mal vor, an alle, die es hassen, dass ich so viel rede. Das Video wird nur durch Ausreden bestehen. Deswegen, wenn ihr damit ein Problem habt, dann müsst ihr hier wegschalten. Deswegen, ich warne euch vor. Ist halt ein Storytime-Video, ist klar, da muss ich halt was erzählen. Ja, ich glaube, ich fange auch direkt mal an. Und zwar ist mir vor, ich glaube, letzte Woche war das, ist mir was passiert. Also nicht mir, aber es war es vorgefallen. Also ich war halt mit dran beteiligt. Also eigentlich war ich nur dran beteiligt. Ja. Also waren halt andere auch mit, aber wie gesagt, die Geschichte, wie, wo, was, werde ich euch jetzt erklären. Und zwar war ich letzte Woche, wollte ich nach Köln, weil ich da einen Termin hatte und ich bin halt mit Bus und Bahn und Zug gefahren und ich war dann am Hauptbahnhof, aber nicht in Köln, woanders jetzt, bei mir in der Gegend und ich habe auf meinem Zug gewartet und der kam dann auch zu spät und ich habe mir dann so ein Pack voller, so ein Becher, so einen ganz großen Becher voll mit Wassermelone geholt, so Wassermelonenstücken. Und keine Ahnung, ich mache das irgendwie immer, wenn ich weg muss, dann hole ich mir mal am Hauptbahnhof immer so einen Becher voller Wassermelone. So lecker. Ja, habe ich mir dann geholt und wollte mich halt irgendwo hinsetzen. Und bei mir, das Gleis, wo ich hin musste, da war halt einfach gar kein Platz mehr und ich bin halt weiter nach hinten gegangen und dann war da auch Platz und ich habe mich halt hingesetzt und da waren auch nur so drei Leute und so Mitarbeiter, ich weiß nicht, die haben da irgendwas gemacht und die waren halt auch beschäftigt und haben dann halt auch erstmal nichts mitbekommen. Ja, und dann saß ich da, habe meine Wassermelone gegessen und war am Handy, habe Musik gehört und ich sehe nur so, da war so ein junger Mann, der sich sehr komisch verhalten hat, finde ich. Also das ist, ich weiß nicht, es gibt viele komische Menschen auf dieser Welt, aber irgendwie, ich weiß nicht, hatte bei ihm so ein richtig ungutes Gefühl, weil, ich weiß nicht, also er hat immer so zu den Schienen so runtergeguckt und wollte sich irgendwie da so runter und irgendwie ganz komisch war das. Und plötzlich sehe ich nur, dass er irgendwie runtergeht vom Gleis, vom Gleis. Und ist dann halt auf die Schienen gegangen. Und ich dachte mir so, hey, was macht der denn jetzt da, ne? Hat der da irgendwie was fallen lassen oder so, dass er da vielleicht kurz runter will? Und ich gucke nur so, wann der Zug kommt, in 2 Minuten. Ich so, ey. Und ich habe da so, also der kam nicht hoch einfach. Ich habe ihn dann nicht mehr gesehen. So, und ich saß halt und habe dann nicht sehen können, wo, was der da macht. Und ich dachte mir so, hä, wo ist er denn jetzt hin? So, what the fuck? Der Zug kommt in 2 Minuten und der kommt nicht hoch. Was ist los? Dann bin ich so aufgestanden, habe halt geguckt. Und Leute, er hat sich einfach aufs Gleis gelegt. Er hat sich tatsächlich auf Gleis gelegt. Das ist so krass. Und ich war erstmal
Ich wusste gar nicht, was jetzt los ist und was ich machen soll. Ja, natürlich, ihr sagt jetzt so leicht, ja, natürlich, helft ihm oder ruft Polizei. Leute, wenn ihr in so einer Situation seid, das ist einfach so krass in dem Moment. Man ist einfach so unter Schock, wenn man eine Person da liegen sieht, die sich gerade das Leben nehmen will. Wenn du selber gerade in dieser Situation bist, ich habe das auch, also ich habe das da meinen Eltern und so erzählt und ich habe halt so, jedem, dem ich das erzählt habe, habe ich halt gesagt, so, für Leute, die sich das anhören, die können sich da nicht so reinversetzen als für die Leute, die das so miterleben, die das sehen, die es mitbekommen und die gerade vor der Wahl sind, entweder hilfst du der Person oder du lässt die Person überfahren. Wisst ihr, was ich meine? Und egal, wenn ich jetzt zum Beispiel in Ruhe Hilfe gerufen hätte, er wäre überfahren worden. Und das hätte ich nicht, ich weiß nicht, aber das, mein Herz hat mir direkt gesagt, Enya, du musst helfen. Nicht direkt Hilfe rufen. Hör zu. Er lag dann da und ich natürlich stehe dann so voll verwirrt da und voll mit Panik, voll Panik geschoben und habe erstmal gar nicht realisiert, was er da macht, weil das ist für mich nicht real. Also es ist real, natürlich ist es real, ne? Es gibt so viele Menschen, die sich umbringen, sag ich mal, oder die daran denken, aber ich sitze zu Hause, ich denke so, oh, die schöne Welt, alles ist perfekt. Nein, ist es nicht. Und ich dachte immer so, boah, mir wird sowas niemals passieren, dass ich sowas mal sehe oder dass ich mal zur falschen Zeit am falschen Ort bin, dass mir auch mal was passieren könnte. Das nehme ich nie so wahr. Und dann, wenn du gerade vor so einer Situation bist, wo einer was krass, also wirklich, ey, einfach sich sein Leben nehmen will. Ich hatte die schlechte Laune des Todes. Ich hätte weinen können. Ich habe auch geweint. Aber da, wo ich halt stand, wusste ich erstmal, Scheiße. Gehst du jetzt auf auf die Schienen und hilfst denen und ziehst den da weg? Oder du bleibst jetzt hier stehen und tippst jemanden an. Können Sie mir bitte helfen oder was? Ja, nee. Und in 2 Minuten kam der Zug. Und der wäre weg. Der wäre weg. Und das hätte ich niemals mir selbst verzeihen können. Weil egal, es gibt ja auch viele, die sagen so, ja, ganz ehrlich, selber schuld, wenn er sich unbedingt umbringen will, dann Pech gehabt, Pech für ihn, er will sich ja um. Nein, Leute, ihr müsst handeln, ihr müsst helfen. Ich finde, das ist schon, also ich fühle mich dazu verpflichtet, jemandem zu helfen, wenn er gerade vor mir liegt und vor mir stirbt. In jede paar Minuten so. Und das Einzigste, was mir dann nur noch in Gedanken kam, wo ich wirklich mir sicher war, ist, dass ich selber mein Leben riskiere und auf die Schienen gehe. Ich runter vom Steg, vom Gleis und auf die Schienen. Und ich habe dann halt so von Weitem geguckt, ob dann so der Zug kam. Ich habe dann auch noch, also Lautsprecher hat auch noch nichts gesagt, wegen, ja, der Zug fährt ein, bla bla, passen Sie auf. Ist ja immer, kündigt vorher immer an. Und darauf habe ich halt schon geachtet und bin halt runter auf die Schienen gegangen. Und natürlich, ich bin nicht stark, ich kann ihn jetzt nicht tragen. Habe ihn dann versucht, da irgendwie wegzuziehen von den Schienen, dass, wenn jetzt der Zug kommt, ist das zu spät, ihn hochzutragen oder hochzuschleppen, sage ich mal, ne? Weil ich halt auch nicht die Kraft habe. Habe natürlich auch direkt nach Hilfe geschrien. Und zum Glück kamen auch so diese Mitarbeiter, die da waren. Und die waren da gerade was am Machen. Oben an der Decke. Und zum Glück haben die direkt reagiert und gecheckt und sind direkt gekommen und haben geholfen. Und haben auch direkt so, also halt, man hat halt geschrien und das hat totale Aufmerksamkeit ausgelöst. Und natürlich haben das dann alle mitbekommen. Viele so, wow, was geht da ab? Und viele sind ja so richtig, geiern richtig danach, sowas sich anzugucken, anstatt zu helfen. Und da waren noch welche, die haben ihr Handy rausgeholt und haben das Ganze gefilmt. Da habe ich noch meinen Mund aufgemacht und gesagt, sag mal, ticken sie nicht mehr ganz richtig? Da kann doch nicht sein, dass sie jetzt ihr Handy rausholen, das Ganze aufnehmen.
Ey, was ist das für ein Verhalten? Ganz ehrlich, ich wurde so sauer. Echt, jetzt bin ich noch ruhig, wie ich das jetzt gerade erkläre. Aber in dieser Situation, wirklich, habe mich wirklich, das war ein Mann, und ich habe mich wirklich mit dem angelegt. Da war der irgendwie mit seiner Freundin oder so. Und plötzlich, ich sehe nur so, der filmt das. Habe ich auch gesagt, immer ticken sie nicht mehr ganz richtig oder was? Das ist ein Menschenleben und sie wollen das gerade aufnehmen, wie er überfahren wird oder was? Ist das so geil oder was? Wollen sie sich darauf aufgeilen oder was? Ey, wie krank die Menschen einfach sind, ne? Anstatt hier mal zu helfen oder so, ne? Oder Polizei wenigstens zu rufen. Nee, die wollen dann alle immer geiern, ey. Ja, auf jeden Fall war mir das wichtig, dass ich helfe. Und habe ihn dann da weggezogen. Dann kamen halt diese Mitarbeiter, weil ich halt Hilfe gerufen habe. Weil ich halt selber auch Angst hatte und das war halt mir alles viel zu viel und ich habe selber so einen Schiss davor, diese Züge, ne? Oh, ich habe da so Respekt vor. Echt. Boah, wenn die da so. Tschuh, boah, ne. Da kriege ich Gänsehaut. Und ja, dann habe ich ihn versucht, da wegzuziehen. Kamen die Mitarbeiter, haben ihn dann zum Glück hochgetragen. Ein paar Sekunden später kam auch der Zug. Also, es war echt knapp. Es war heftig. Also. Das hat mich so, ich weiß nicht, ich war so am Zittern. Ey, das ist so ein krass komisches Gefühl gewesen, weil man hat sich auch irgendwie in die Lage von dem Typen halt versetzt, ne? Wie er sich gerade fühlt. Und ich weiß nicht, ich kenne mich ja schon gut damit aus, weil ich das selber alles so ein bisschen miterlebt habe. Und ja. Ich weiß halt selber, wie es ist, wenn man Selbstmordgedanken hat und wenn man sich wirklich umbringen will. Und deswegen wollte ich eigentlich am liebsten mit ihm quatschen. Ich weiß nicht. Das bringt ja auch alles nichts. Ich weiß, aber halt einfach für ihn da sein. Ich weiß nicht, vielleicht hatte der ja auch niemanden, hat vielleicht jemanden gebraucht gerade oder. Ich weiß es nicht. Es kann alles gewesen. Es gibt ja so viele verschiedene Gründe, die ein Mensch haben kann. Und ja, am liebsten hätte ich einfach. Ich wäre am liebsten für ihn da gewesen in dem Moment, ne? So, und ich musste dann leider halt auch meinen Zug nehmen und ja, das war ganz komisch alles. Ich habe dann auch ein bisschen so, ja, mir selber die Schuld gegeben und habe direkt gesagt, boah, Inga, wie kannst du denn in diesen Zug steigen? Warum kannst du jetzt nicht für den da sein? Aber ganz ehrlich, ich brauche mich nicht rechtfertigen. Ich bin froh, ich habe den da weggezogen, so gut wie es geht, und habe Hilfe gerufen. Ich bin direkt eingeschreit, also bin direkt dazwischen gegangen und habe eingeschreitet. Und das ist mir einfach am wichtigsten. Und danach wurde ihm ja auch geholfen. Danach wurde sofort die Polizei, der Krankenmann verständigt. Und er war sehr, sehr. Ich weiß nicht, ob der irgendwas genommen hat oder so, weil der war ein bisschen verwirrt. Also er wollte versuchen, sich zu wehren. Auch wo der Zug kam, haben die den halt alle festgehalten. Der sieht so, wie der Zug kam und er wollte direkt wieder aufspringen und sich vom Zug springen. Ausweg mehr hat als das und. Das finde ich so, so schlimm einfach. Und deswegen tut mir bitte den Gefallen. Und wenn ihr irgendwelche Selbstmordgedanken habt, bitte. Ich weiß, ich kann auch nichts machen dagegen. Aber bitte redet mit jemandem. Redet mit euren Eltern. Und sucht euch bitte, bitte, bitte Hilfe. Bitte sucht euch Hilfe. Ich finde das so schlimm. Ich meine, ich hatte das früher selber. Egal wer. Alle, die mir geholfen haben und wirklich hinter mir stehen oder hinter mir gestanden haben, mich unterstützen, egal ob es jetzt meine Familie oder Freunde sind, oder ihr, meine Community und halt mein ganzes Team, Management. Ich bin einfach nur dankbar, dass die ganzen Leute und ihr so hinter mir steht und immer an mich glaubt und das motiviert mich dann auch immer weiterzumachen.
So Leute, das war es jetzt auch schon mit dem Video und ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich so viel geredet habe, aber ich habe euch von ganz Anfang an darauf vorgewarnt, dass ich viel reden werde, aber das ist ja auch der Sinn der Sache. Ich meine, es ist ein Storytime, es ist, wie soll ich da bitte nicht reden, ne? Ich schreibe euch das am besten alles auf dem Zettel und halt euch das hier hin und dann könnt ihr euch das einfach durchlesen, oder? Boah, das wäre ein Aufwand. Nein. Und wenn ihr auch mal sowas Krasses erlebt habt und vielleicht auch jemanden, das, also ich würde schon bezeichnen, dass ich dem Menschen das Leben gerettet habe. In meiner Sicht ist halt mein, also ich finde schon, weil hätte ich jetzt nichts gemacht, in 2 Minuten später wäre der Zug gekommen und dann hätte ich mir solche Vorwürfe gemacht und das hätte ich mein Leben niemals, nee, ich wäre da irgendwie gar nicht mit klargekommen. Kann ich mir echt gut vorstellen. Ich hätte das, oh Gott. Okay, darüber will ich gar nicht nachdenken. Der Mensch lebt, hoffe ich jetzt mal. Und ihm geht's gut, denke ich, hoffe ich mal. Ich habe auf jeden Fall versucht zu helfen. Und das hat mir auch gelungen. Ist mir auch gelungen. Und ja, falls euch auch mal sowas Krasses passiert ist, schreibt das mal in die Kommentare. Mich würde das mega interessieren, was ihr für Sachen schon erlebt habt. Muss jetzt nicht über sowas sein. Ihr könnt auch generell mal so ein Storytime, was ihr mal Krasses erlebt habt. Vielleicht auch was Positives, damit es nicht so negativ in den Kommentaren wird und traurig. Aber könnt ihr natürlich auch alles, wie ihr wollt, hinschreiben. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.